Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von No Place Like Home. Ja, ich habe mir gedacht, wir gucken doch mal, was wir so ein bisschen noch verbessern könnten, ne? Was wir vielleicht relativ entspannt hinkriegen. Ich würde gern den Bohrer Schaden erhöhen, was mir im Kampf helfen kann. Ja, die Müllpresse, keine Ahnung, ob man das jetzt unbedingt braucht. Den zweiten Rucksack, den würde ich mir allerdings gern holen. Etwas mehr Leben ist auch nicht schlecht, aber da haben wir die rote Beete noch nicht. Und den Powerschlag hätte ich mir gern geholt. Das heißt, wir holen uns erstmal Paprika. Erstmal machen wir jetzt eins nach dem anderen die Paprika, bevor wir uns dann wieder auf die... Die Paprika wächst noch. Okay. So viel dazu. Warte mal, hier war doch noch irgendwas mit Kürbis, was ich mir noch holen wollte. Okay. Die Paprika wächst noch. Nein. Auch das noch. So, warte mal. Was war denn jetzt hier mit Kürbis? Irgendwas war doch mit Kürbis. Hier. Die Bohrerhärtung erhöht den Bohrerschaden. Ich denke, das können wir durchaus mal machen. Jep. Was wäre denn die Stufe 2? Dafür brauchen wir Mais. Es ist ja jetzt wirklich die Frage, braucht man das wirklich so? Schnelleres Bewegen wäre natürlich auch mal eine feine Sache. Die Mayo, die haben wir auf jeden Fall am Start. Die habe ich, lass mich überlegen, hier geparkt. Habe ich noch genügend andere Mayo? Wo ist meine Mayo-Maschine? Ach, da drüben. Hallo. So, du hättest gern Eier. Habe ich hier noch Eier drin? Nö, aber Mayo hätte ich hier noch gehabt. Okay, ja. Gut, also meinen Hof muss ich hier irgendwann mal so richtig umgestalten. Aber ich denke, das machen wir dann, wenn wir soweit noch ein paar Sachen freigeschaltet haben. Ne? So, was wollte ich mir jetzt holen? Oh, das wollte ich mir eigentlich holen. Aber hier das schnelle Laufen. Das schnellere Laufen. Ist damit allgemein das Bewegungstempo gemeint? Oder ist das Laufen damit? Ja, gute Frage, ne? Das ist eine gute Frage. Dann holen wir uns mal noch zwei Mais hier weg. Da hatten wir nämlich auch noch was, was wir upgraden konnten. Ich laufe mal gern hin und her, ne? So, warte mal. Hier war das mit dem Mais, mit der Bohrerhärtung, ne? Jawohl, erhöht den Bohrerschaden. Haben wir das also auch. Und hier brauchen wir auch die rote Beete. Okay. Und hier bräuchten wir Marmelade. Okay. 125 Fertigessen haben wir noch. Wir haben aber auch noch was gekocht. Also das sollte jetzt nicht unbedingt das Problem sein. Und Marmelade, dann nehmen wir mal die hier kurz raus. Oh je, oh je, oh je, ich sag's euch. So, das schnelle Laufen war's, genau. Gucken wir doch mal. Erhöht das Bewegungstempo und hier bräuchten wir den Käse, alles klar. Hier kommen wir nicht weiter, ja, da braucht man den Rucksack für, da braucht man Käse für und hier ja, braucht man Paprika. Naja, gut, dann werden wir das als nächstes noch uns organisieren, den Powerschlag. Na, ja. Ne, warte mal, hier kommt nichts rein. Nee, hier wollte ich gern die Marmelade reinmachen. Oder nee, das ist jetzt eine gute Frage. Warte mal, wie viel haben wir denn hier noch? Ja, es ist gar nicht mehr so viel. Wir probieren es mal. Wir machen mal ein bisschen Marmelade nochmal. Ach so, brauchen wir gar nicht so viel. ja. Gut, haben wir das Thema auch? Okay, hier bräuchte ich noch ein paar mehr Sachen, ne? Aber das mache ich jetzt mal nicht. Nee, das machen wir jetzt. Nee, warte, die Mayo hatten wir da vorne reingepackt, ne? Genau. So, und die kommt hier hin. So, dann bin ich soweit vorbereitet. Mein Inventar ist geleert. Ja, ich habe mal wieder etwas Ordnung gemacht. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns wieder zurück. Abbrechen. Jetzt war ich schon so gewohnt dahin. Ne? Wieder zurück in die gefrorenen Gipfel. Ich habe dort eine Quest bekommen noch, als ich mich hier weiter durchgeräumt habe. Also hier ist jetzt alles ordentlich. Ne? Rechts, links, alles schick. Das heißt, wir können wieder zu Jay laufen.
Jetzt müssen wir noch mal gucken, ob wir jetzt insgesamt schneller sind oder ob der Sprint schneller ist. Naja, gut. Kann auch sein, dass wir so insgesamt schneller sind. Halt, Moment. Jetzt müssen wir das mal gucken. Hier müssen wir noch in anderen, also die Bäumchen müssen wir noch pflanzen, ne? Also, als ich zu, also hier aufgeräumt habe, das ganze Gebiet, habe ich noch die Quest erhalten, dass ich doch bitte den Kühen einen Stall bauen soll. Aber um mir das Rezept für den Kuhstall kaufen zu können, also den Bauplan, benötige ich Weizen. Den habe ich natürlich angepflanzt, ja, das versteht sich von selbst. Und ja, da ist nämlich so eine nette Kuh. Als ich mich ihr genähert habe, kam die Quest automatisch. Und ja, ne, ist nicht ganz so einfach. Also der Weizen wächst noch und sobald der denn soweit ist, werden wir denn den Kuhstall auch, also ja, den Bauplan bauen und kaufen und den Kuhstall bauen. So rum war es. So. Dann haben wir unsere Eichen gepflanzt. Hallo Ellen, das sind ja mächtig feine Eichen, die du da gepflanzt hast. Aber komm, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Siehst du, seit du die Bäume gepflanzt hast, sind immer mehr Vögel zurückgekehrt. Das sind fantastische Neuigkeiten und das ist alles dir zu verdanken. Jetzt muss ich herausfinden, welche einzelnen Vogelarten zurückgekehrt sind. Es wäre toll, wenn du mir dabei helfen würdest, ein Vogelregister anzulegen. Kannst du mir 5 Federn bringen? Fang mit der Suche am besten auf dem Hügel an, auf dem immer noch der alte Baumbestände sind. Fortsetzen. 5 Federn sollten genügen, aber wenn du noch mehr findest, kannst du sie mir bei mir gegen Belohnung eintauschen. Einverstanden? Aber na klar. Prima, wenn alles klappt, werden meine Vögel uns dabei helfen, den Planeten zu retten. Sehr schön. Also, wir haben schon Federn eingepackt, ne? Und ja, in weiser Voraussicht, ne? Glückwunsch, Ellen, du hast bewiesen, dass du eine wahre Freundin der Vögel bist. Ich bin stolz auf dich. Ich habe mein Bestes gegeben. Okay, genug mit dem Kleinkram. Hier ist eine wirklich anspruchsvolle Aufgabe für dich. Ich habe ganz in der Nähe einen Baumpflanzer gesehen. Ein solcher Roboter wäre eine große Hilfe. Aber anscheinend ist er durchgedreht und steckt in einer Art Schleife fest. Statt der Umwelt zu helfen, zerstört er ihre Überreste. Versuche herauszufinden, was mit dem Roboter los ist. Gibt es sonst noch was, das ich wissen sollte? Ach ja, fast vergessen. Dir könnten unterwegs einige Wildschweine begegnen. Hab keine Angst vor ihnen. Sie haben Besseres zu tun, als Menschen anzugreifen. Vielleicht haben sie vergessen, wie sie einst von uns behandelt wurden und sind deshalb nicht mehr aggressiv. Wir haben aber immer noch eine Verantwortung, ihnen zu helfen. Der Bau der Wildschweine wurde durch ein Leck in der Fabrik vergiftet. Das Leck wurde lediglich eingefroren. Und so verschmutzt es immer noch die Umgebung. Wir schulden den Wildschweinen also unsere Hilfe. Findest du nicht auch? Ja, was kann ich tun? Du musst etwas trockenes Holz finden und Lagerfeuer entzünden, die das Eis rund um den Bau schmelzen. Dadurch sollte das Gift neutralisiert werden. Danach musst du den Bau mit verschiedenen Ressourcen reparieren. Und dann solltest du noch einige Bäume anpflanzen, damit die armen Schweine vor dem Wind geschützt sind. Die Bäume versorgen die Wildschweine auch mit ihrem Lieblingsfutter, damit sie nicht verhungern. Okay, um den Roboter kümmern und den Wildschweinen helfen. Alles klar. Okay. Dann machen wir das. So, ich würde aber gern erstmal den Bereich hier fertig aufräumen, denn hier ist ja noch ein Gitter davor und ich denke mal, ne, da müssen wir wohl hier ja, etwas Wasser drauf geben. Jawohl, sollte schon gereicht haben. Laufen wir mal da hoch. Genau. Das war jetzt im Endeffekt der Bestandteil der Quest. Hier findet man auch noch mal eine Feder, ne? Und da ja, musste man den Bereich hier dafür freiräumen. Das machen wir jetzt mal zusammen. Und dann werden wir uns um den Wildschweinbau kümmern. Na? Ich meine, ich habe jetzt, ich weiß nicht, was für Ressourcen ich dann brauche. Das ja, werden wir dann sehen. Das Feuerholz, das haben wir ja unten schon die ganze Zeit gesammelt. Ne? Das gab es ja von Anfang an. Ne? Oh, ich stehe zu nah dran. Viel zu nah dran. So, guck mal, hier wäre dann auch eine Feder gewesen. Nee, hier nicht, aber dahinter.
So, Zwiebelringe. Das heißt, die Zwiebeln gibt es dann auch noch als Saatgut höchstwahrscheinlich. Meine Güte, das ist ja schlimmer wie jeder Bauernhof hier. So, hier haben wir eine Feder. Jawohl. Goldzeisigfeder, okay. So, dann lassen wir die Ente hier mal frei. Und dann möchte ich ganz gern. Oh, warte, von wo sind wir gekommen? Ich glaube, von hier vielleicht, ja. Ich möchte gerne mal gucken, wie das mit den Federn ist, die wir ihr hier geben können. Hast du Materialien, die ich mit Einmachgläsern kaufen kann? Oh, hier kannst du Ressourcen kaufen, genau. Ich habe Federn für dich. Ich habe die Proben für meine Untersuchungen genommen und die Federn deinem Ordner hinzugefügt. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt hier in Sammlungen im Endeffekt die Federn drin. Und wenn wir die abgeben, dann ist die Federnsammlung irgendwann vielleicht voll. Das heißt, das werden wir denn mal nebenbei mit erledigen. Ja, das sollte jetzt nicht unbedingt das Problem sein. So, hier geht es auch noch rein, aber ich glaube, da war jetzt nichts weiter. Das heißt, wir begeben, also das werde ich schon noch sauber machen, keine Sorge. Aber wir begeben uns jetzt erstmal Richtung Bau für die Wildschweine. Unsere Kuh, du musst leider hier noch ein bisschen aushalten. Oh Gott, kriege ich das hier auch weg? Das kriege ich weg, aber die beiden Haufen kriege ich nicht weg, oder wie? Oh Mann. Okay. So, jetzt müssen wir doch mal gucken. Unser Bohrer macht ja jetzt mehr Schaden, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das hier übel schneller geht. Aber naja, machen wir einfach mal. Okay, erstmal müssen wir den Weg hier runter freikämpfen, ne? Da haben wir ja schon den dicken Eisblock, von dem sie gesprochen hat, den wir zum Schmelzen bringen müssen. Oh, das werden wir auch gleich tun, aber natürlich räumen wir uns den Weg dahin erstmal etwas auf, ne? Ein bisschen Glasmüll wegmachen. So, hier, du musst auch noch weg. Wunderbar. So, sehr gut. Dann machen wir hier noch Ordnung. Und dann sind wir soweit schon in der nächsten Quest unterwegs hier, ne? Also es geht ganz gut vorwärts. Gut, ich wusste jetzt auch, was ich machen muss, ne? Also von der Warte her bin ich da jetzt ein bisschen im Vorteil gewesen, ne? So, gibt es hier noch was Interessantes hinter? Ja, ein Köfferchen. Ein Köfferchen. Oh, hier gibt es nochmal Feuerholz und rote Beete-Saatgut. Ja, da ist es. Sehr schön. So, hier müssen wir Feuerholz hinpacken. Sehr gut, dann schmilzt das. Haben wir genug? Jawohl. Erzwungener Winterschlaf. Nimm Schönheitsreparaturen mit Holz, Schutt und Glas vor. Okay, haben wir genug? Haben wir natürlich nicht. 15 Holz, 15 Schutt und 5 Glas. Wobei Glas haben wir. Rote Beete Saatgut, das ist sehr gut. Ja, also fehlt uns jetzt hier nur noch Schutt. Naja, den sollten wir doch ruckzuck zusammenkriegen, oder? Das sollte doch mal gar kein Problem sein. Hoffe ich jedenfalls. Behauptet sie jetzt mal so eiskalt, ne? Ja, das kriegen wir schon hin. Wir müssen ja hier eh noch weiter aufräumen. Also dafür jetzt extra nach Hause reisen, das würde ich tatsächlich nicht machen, ne? Weil das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen zu viel des Guten. Dann kämpfen wir uns mal lieber den Weg hier weiter lang, ne? So, hier ist Schutt. Aber gab nichts, ne? Oh, du meine Güte, so viel Müll. Es ist unfassbar. Da müssten wir ja eigentlich bald auf den Roboter treffen, ne? Oh, guck mal, hier ein schöner Wasserfall. Wundervoll. Also es ist wirklich schön gemacht hier. Also ich denke, wenn man hier das ganze Spiel dann mal durchgespielt hat, also ich hoffe es zumindest, dass wir denn hier richtig schön was freigelegt haben, beziehungsweise dass hier noch ein bisschen was passiert denn, ne? Dass wir hier nicht so, ja, wie soll ich sagen, einsam vor uns hinleben mit unseren Tieren, sondern dass denn hier auch vielleicht ein paar Menschen zurückkehren
und das Ganze hier doch vielleicht ein bisschen mit mehr Verstand besiedeln. Na, Glas. Gut, das können wir ja auf dem Rückweg noch wieder einsammeln. Sehr gut. Na, guck mal, jetzt kriege ich tatsächlich keinen Schutt, ne? Okay. Naja, macht nichts. Kämpfen wir uns erstmal vorwärts Richtung Roboter, ne? Den sollten wir ja auch finden. Ja, da müssen wir, glaube ich, in die. Ja, da ist er schon da hinten. Ja, da kann man ihn schon sehen. Wie so ein kleiner Einsiedler hier. Hallo! Quest, hey Kleiner, kannst du sprechen? Sprachmodul. Funktionsfähig. Okay, schon mal nicht schlecht. Was machst du denn hier? Modul aktiv. Strommasten pflanzen. Verstehe, aber du zerstörst die Umwelt. Du solltest doch Bäume pflanzen, nicht Strommasten. Kannst du damit nicht aufhören? Irgendwas abschalten? Neue Teile nötig. Oh, du brauchst neue Teile, um damit aufhören zu können. Wo kann ich sie finden? Neue Teile nötig. Suche. Neue Teile gefunden. Ringsum. Du meinst hier Müll? Mal sehen, was sich tun lässt. Sammle 3 Roboterteile und bringe sie zum Roboter zurück. Okay, das sollten wir hinkriegen. Vielleicht kriegen wir dann auch alles für den Bau da, ne? Was war hier in der Zwischenzeit so? Da haben wir, glaube ich, ein Roboterteil gefunden. Jawohl. Das ist doch schon mal was. Ja, machen wir ein bisschen Ordnung. Es nützt ja alles nichts, ne? Wir müssen hier erstmal Ordnung schaffen. So. Kommen Sie her, kommen Sie rum, schauen Sie an. Rote Beete-Saatgut, das ist doch sehr gut. Dann können wir mit dem Verbessernden bald weitermachen, ne? Dann müsste ich nur noch mal ein bisschen Einmachgläser herstellen, also Fertigessen herstellen. Das wäre, glaube ich, eine gute Sache. Oh, guck mal, da haben wir doch jetzt schon genug. Für den Fuchsbau. Das ist doch mal super. Dann machen wir das jetzt mal zuerst. Ach, Fuchsbau. Wieso sage ich denn? Oder denke ich denn mal immer Fuchsbau? Wir sind ja schon bei Wildschweinen. Die Füchse sind schon längst Geschichte, liebe Isa. Die hatten wir ganz am Anfang. Und da bin ich gespannt, was wir für die Wildschweine brauchen. Ne? Das habe ich mir, glaube ich, nicht aufgeschrieben. So. Hier ist noch ein bisschen Müll. So, bitteschön. Ja, das dauert jetzt eine Weile, ne? Dann können wir das hier nebenbei bauen. Das ist doch eine feine Sache. So. Wir kämpfen uns erstmal weiter in die Richtung. Erstmal eine Richtung fertig abarbeiten. Dann können wir mit der nächsten weitermachen. Hier sind wir ja auch schon fast am Ende, ne? Ja. Ich denke mal, das hier auch noch ein Roboterteil. Ja, genau. So, da fehlt uns ja nur noch eins. Das ist doch nett. So, sehr schön. Guck mal, haben wir den Bereich hier schon wieder aufgeräumt. Sieht doch gleich viel netter aus hier, oder? Oh, warte mal. Ich hänge hier so ein bisschen. So, machen wir mal lieber von der Seite. Die Erfahrung zeigt, dass von der Seite arbeiten bergab besser ist. Aber naja, gut. Zur Not muss ich da noch mal rum. So, sehr schön. Da ist ein Roboterteil. Das holen wir uns doch glatt mal. So. Dann kommen wir her, Kleiner. So. Neue Teile. Akzeptiert. Quest, warte. Du pflanzt immer noch Strommasten. Hör auf damit. Modul aktiv. Strommasten pflanzen. Deaktivieren. Deaktiviere. Misslungen. Sicherheitsabfrage benötigt. Muss Befehlen folgen. Wo kommen deine Befehle her? Kontrollzentrum. Satellitenmast. Oben. Meinst du etwa oben auf dem Hügel? Mensch, die KI auf der Station war gesprächiger. Okay. Störe den Satelliten. Deaktiviere das Signal des Satellitenmastes. Okay. Dann werden wir das wohl tun. Gut, ihr Lieben, ich würde aber sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Ich bin ganz zufrieden, muss ich sagen. Wir sind gut vorwärts gekommen. Ja, sind in der Questreihe doch um einiges nach vorn gegangen.
Und dann werde ich mich hier nochmal so ein bisschen aufräummäßig bewegen, ne? Und dann gucken wir mal. Satellit. Den Satelliten sollen wir zerstören. Wo ist denn hier ein Satellit? Oder ein Mast? Naja, sehen tut man jedenfalls noch nicht. Gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit am Start seid. Also, bis dahin, macht es gut. Tschüss.